Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Ja, Leute, super duper. Wir haben dieses Rezept für einen Blumenkübel. Wir werden heute auf jeden Fall noch Samen kaufen. Komm, einmal schwuppdiwupp. So, guten Morgen, schöner Morgen. Auch wenn es regnet. Moin, moin. So, komm, wir gehen mal nach draußen. Gießen brauchen wir heute nicht. Super duper. Wir haben ein bisschen was zu ernten. Ich hoffe echt, dass unsere Erdbeeren hier nochmal ein bisschen Zahn zulegen. Und noch wachsen. Bald ist der Frühling vorbei und ich würde die echt gerne noch mal ernten. So, hier haben wir sonst nichts. Hier haben wir jede Menge Kartoffeln. Super duper. Sehr, sehr schön. Ich glaube, nur Pflanzen noch mal werden wir jetzt nicht. Lohnt nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir gut geerntet. Sehr, sehr schön. Das sieht jetzt ein bisschen einsam hier aus, aber nun gut. Wo ist unser kleiner Hund? Ach, guck mal, hier, der Ahorn ist fertig. Dann werden wir jetzt mal dieses Ding da von unten wegholen. Dieser Hahn, dieser hier, wie auch immer, dieses Teil. Machen wir so, zack, und machen das mal an den dran. So, dann haben wir das besser hier. So, dieses Ding brennt auch im Regen, ne? Also, ach, jetzt haben wir das wieder. Ja, komm, gucken wir mal. Die können wir noch einkochen und die auch. Kartoffeln auf jeden Fall. Die behalten wir noch. So, dann haben wir das. Ja. Hier einmal so. Erdbeeren. Ich hoffe, wir bekommen noch ein bisschen mehr, dass sich das auch wirklich gelohnt hat, ne? So, komm, jetzt gucken wir mal. Zack. Machen wir da dran. Wo ist unser kleiner Hundemann geblieben? Ja, es wuchert und wuchert hier. Sehr, sehr schön. Gucken wir mal. Was macht ihr hier? Hallo. Na? Sieht heute wirklich glücklich aus, obwohl es draußen regnet. Hallo. Jetzt haben sie hier zweimal von genascht, ne? Dann nehmen wir so und machen zack, neu. Ihr bleibt heute drin. So, wir sollten zum Schmied gehen und gucken, ob unsere Spitzhacke fertig ist. Wir sollten vielleicht auch noch mal so ein Silo uns besorgen. Wäre vielleicht nicht schlecht. Bevor das ganze Gras weggeht. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, aber so haben wir uns vertan. Machen wir so und einmal so. So rum ist es richtig, dass wir nochmal einen Silo uns irgendwo dahinstellen dazu. Wir können die ja nochmal umstellen, ist ja kein Problem. Aber vielleicht hier nochmal irgendwo eins hin. Wow. Dass wir das ganze Heu sammeln können. Und wenn wir uns dann noch ein anderes Tier dazu holen möchten, dass wir genug haben für den Winter. Ein bisschen davon haben wir auf jeden Fall. Wir haben jetzt noch 5 und einmal Kohle. Aber wir machen das so. Dann haben wir auf jeden Fall alles schon mal
im Schmelzofen geschmolzen, was erstmal geht. Werden jetzt ein bisschen Kohle herstellen. Ach, guck mal. Die nehmen wir natürlich mit. Wenn er da schon so steht, ne? Wir gucken jetzt erstmal bei unserem Schmied vorbei, ob unsere Spitzhacke fertig ist. Gehen nach Pierre, holen nochmal Blumensamen, dass wir uns diese Blumenfässer herstellen können. Möchte ich auf jeden Fall haben. Gucken wir. Er ist da, Abigail. Hallo, Pierre. Komm, wir wollen einmal davon. Das ist jetzt zu viel, aber was haben wir jetzt gemacht? So. Und das hier. So. Gut. Dann, ich glaube, anderes hatten sie jetzt noch nicht, ne? Ich glaube. Nee. Öl. Wir nehmen auch mal. Ihr wisst schon wofür, ne? ne? Brauche ich nicht zu sagen. Also wir möchten auf jeden Fall noch, ja, ich möchte auch noch gerne einen Apfel wieder haben, aber im Moment nicht. Vielleicht im Sommer, vielleicht gucken wir mal, weil wir noch die Verbesserung unserer Werkzeuge auch noch haben und das ist sehr, sehr teuer. Guck, jetzt haben wir hier kleine Würmchen. Zack. Und immer gemischte Saat. Seit neuem kriegen wir immer Samen. Aber keine Bücher mehr. Schade. So, komm. Wir gucken mal, ob unsere Spitzhacke schon mal fertig ist. Das wäre ja mal was. Ja, und wir müssen mal angeln gehen. So. Jawoll. Du erhältst Stahlspitzhacke. Das ist gut. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit, vielleicht dieses Ding da bei uns auf dem Hof mal gucken, was das ist. Keine Ahnung. Komm, wir sind gerade hier. Wir gehen mal einmal an den Strand. Guck mal hier. Zack. Lehm. Gut, aber brauchen wir ja auch. Haben wir gelernt, dass wir es auch mal brauchen, ne? So, ich meine, wir brauchen alles irgendwann mal, ne? Wir sind ja hier Jäger und Sammler oder so. Oh, Gold. Super. Und noch eine Muschel. Koralle. Na, das lohnt sich doch mal. Guck, und jetzt steht er da wieder. Redet er jetzt mit uns? Na, wir sind noch nicht bereit dafür, wie immer. Ja, wir müssen noch irgendwie kämpfen oder so, vermute ich. Inventar voll? Ach komm. Die geht. Nur die eine will da nicht. Warum auch immer. Tja, komm, dann ab zum Willi und erstmal Taschen leer machen. Wir sind gerade hier, dann können wir es auch wegbringen. So, komm. Na, ihr? Einmal rein da. Hallo. So, dann machen wir das, das, das und das. Super duper. Machen einmal schwupp. So. Nehmen noch. Jetzt wird's schon. Nee, wird nicht. Ich wollte schon gerade sagen. Nein.
funktioniert es nicht. Komm, wir essen jetzt mal einen so einen Pfannkuchen. Nicht, weil wir so viel Hunger haben, sondern weil wir jetzt mehr finden können, glaube ich. Oder so. Vielleicht finden wir dann ja die Shorts oder sowas. Ich gebe die Hoffnung ja nicht auf. Ne? Dass wir noch irgendwo die Bürgermeister-Shorts finden. Ich würde es mir wünschen. Und auch den Korb von dem guten Linus. Dass der seinen Sammelkorb wiederbekommt. So, und jetzt gehen wir hier in den Wald und gucken mal, ob wir mehr finden. Hier, wir haben hier Dauer, ne? Dass wir mehr sammeln können jetzt. Ich bin gespannt, ob das was bringt und was es bringt. Hier, und danach probieren wir unsere Spitzhacke aus. Oh ja, da haben wir auf jeden Fall mal das. Wow, ja. Löwenzahn. Wupp. Also ich glaube, die Kühe sind das gar nicht, ne? Die dieses Geräusch machen. Können wir hier eigentlich was? Nee. Sie ist auch nicht da. Ist aber nicht schlimm. Ne? Wupp. So, Abigail steht da auch nicht. Wäre jetzt auch verwunderlich, mitten im Regen, ne? So. Hier kommen wir noch nicht weiter. Inventar voll. Ach, Mann. Ja, komm, wir müssen erst nach Hause. Geht nicht. Aber das scheint tatsächlich ein bisschen was zu bringen, ne? Hier, den können wir noch mitnehmen. Dann nehmen wir ihn mit. Wupp. So, ab nach Hause. Dann können wir mal gucken, was das ist, dieses Ding da hier bei uns auf dem Hof. Wir machen die Taschen jetzt leer. Einmal hier. So, kommen das und das und das. Das auch. So, gut, gut. Dann machen wir mal, einmal gucken wir hier rein. Machen mal den. So, unsere super Spitzhacke. Jetzt gucken wir mal, wo das war. Hier dieses Ding. Irgendwo hier. Aber wo wieder, ne? Wir sehen wieder nichts. Es war noch ein bisschen weiter unten, glaube ich, ne? Kommen wir wieder nicht durch. Ah. So, irgendwo hier. Hier irgendwo war das. Mal gucken, ob das jetzt schon reicht. Unsere super Spitzhacke. Da kommen wir nicht durch. Wir hatten ja uns den Weg schon gemacht, ne? Freigemacht. Irgendwo hier muss es sein. Aber wo, wo? Da. Komm, wir gucken mal, ob das geht. Diese Spitzhacke ist nicht stark genug. Ach, schade. Schade, schade. Geht denn das jetzt mit den Steinen? Ja, immerhin etwas. Wow. Das macht natürlich, ne? Viel Platz. Aber das Ding können wir immer noch nicht, mal gucken, was das ist. Ich würde es ja gerne wissen, aber geht nicht. Leider, leider.
So, jetzt wird es aber dunkel. Auch leider. Ach, guck mal, Honig. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Dann können wir da auch ein bisschen Blümchen hinstellen. So, komm, zack. Einmal. So. Das ist gut. Haben wir das? Dann gucken wir mal hier. Na, ihr schlaft, alles gut. Ja, an unserem Feld, hier machen wir jetzt nichts mehr. Warten wir da drauf. Sind jetzt noch ein paar Tage. Komm, dann machen wir. Zack. Ach so, ja. Inventar voll. So. Dann haben wir hier gar nichts. Hier können wir noch einmal machen. So. Dann einmal den verkaufen. Die Kartoffeln. Ja, wir können die auch mal verkaufen. Wir nehmen noch mal 20 Holz. So. Den legen wir weg. Ach so, ja. Ist auch egal, machen wir so noch mal. Dann können wir noch ein bisschen Dings machen. Kohle hätte ich ganz gern. Machen wir auch noch mal an, grad. Zack. Nehmen das raus und machen den letzten rein. Ja, ich glaube, das war, ja, ist der letzte gewesen. Nicht schlimm. So, komm, dann gucken wir noch mal hier. Hier machen wir da, nee, das machen wir da nicht. Kommt in die andere Kiste. Ja, so furchtbar viel haben wir hier gar nicht, ne? Was wir hier reinlegen können. Hier einmal den Lehm, die Steine. Jetzt haben wir hier noch einen davon und das Gold. Haben wir da auch noch mal ein Gold? Ja, so, komm, dann nehmen wir den raus. Dann finden wir den ansonsten sowieso nicht wieder. Einmal das. Den da rein. Die behalten wir zum Herstellen von unseren... Ja, jetzt sind wir hier gerade fertig. Komm, mach noch mal rein. Und den noch raus. Haben wir wieder ein bisschen. So, jetzt aber rein da. Raus aus dem Regen. Das Ding ist immer noch an. Leider konnten wir jetzt nichts mehr suchen, weil wir keinen Platz mehr hatten. Einmal Eier. So. Jetzt haben wir hier das gleiche Problem, dass wir schon wieder keinen Platz mehr haben. Die Pilze. Was nehmen wir denn mal raus? Wir müssen uns noch so eine, so, noch mal so ein Einmachteil hier in, ins Haus stellen. Was nehmen wir denn mal raus? Nee, will ich eigentlich auch nicht. Wir haben noch 4 Eier. 4 Eier, 4 mal Mehl und Zucker. Wir machen nur noch Torten. Wir machen uns noch mal Kuchen. Ach nee. Dann haben wir den Platz. Nein. Das wollen wir nicht. Wir wollen hier. Nein. Na komm. So, hier. Dann haben wir nämlich wieder Platz. So. Rein da. Jetzt haben wir auch erstmal reichlich, ne? Also für Geburtstage sind wir im Moment gut bestückt, ne? Für Geschenke.
Aber wir machen uns hier noch so ein Einmachgerät, nochmal so eine Tonne, machen wir uns nochmal. Aber nicht jetzt, jetzt gehen wir ins Bett. Na, immerhin, sehr, sehr schön, gefällt mir. Ja, und das war er, der 25. Tag im Frühling. Guten Morgen, schöner Morgen. Heute hat der Pierre, glaube ich, Geburtstag, ne? Ja, heute hat Pierre und dann Emily. Sollten wir gleich nicht vergessen. Aber Leute, jetzt machen wir erst wieder eine kurze Pause, knuddeln unseren Bär hier ein bisschen, weil unser Hund ist mal wieder draußen unterwegs. Ja, und werden dann, wenn wir die anderen Samen dazu bekommen, uns diese Blumenfässer machen. Ich freue mich wirklich. Aber das Ganze in den nächsten Folgen. Ich wünsche euch heute noch einen wunderschönen Tag. Geht raus, geht in die Sonne, macht's gut. Bis dann. Tschüss.